Es ist ein ganz normaler Tag. Unser Held ist auf dem Weg nach Hause, wo jemand ganz Besonderes auf ihn wartet. Sogar im tristen Alltag gibt es einen Platz für die Liebe. Vor allem, wenn du jemanden hast, der dich vermisst. Was ist passiert? Wo sind alle? Beruhige dich. Du hast eine neue Seite in deinem Leben aufgeschlagen. Ein neues Kapitel wartet auf dich. Aber ich muss nach Hause. Wie komme ich nach Hause? Es gibt immer einen Weg zurück nach Hause. Mal sehen. Dein neues Zuhause ist ein Friedhof. Bin ich etwa tot? Du bist jetzt ein Friedhofswärter. Roll Credits. Aber ich muss nach Hause! Zu meiner Frau! Dann musst du ein guter Friedhofswärter sein. Entschuldigung. Grab Gary aus. Er wird dir helfen, dich hier einzuleben. Wer? Was für eine merkwürdige Vision! Was ist das für ein Albtraum? Okay. Ich schätze mal, dann sollte ich wohl Gary suchen. Und damit sage ich jetzt an dieser Stelle erstmal Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen Projekt hier auf meinem Kanal. Ein Projekt, das gefühlt überall auf YouTube stattfindet und das deswegen höchstwahrscheinlich hier bei mir überhaupt keine Arsch gucken wird. Ist mir aber alles scheißegal. Ich mach's trotzdem auch so ein bisschen auf Empfehlung von der Araka hin. Wir spielen Graveyard Keeper und zwar jeden Tag. Und wenn ich sage jeden Tag, dann meine ich damit auch jeden Tag. Die Folgen werden höchstwahrscheinlich dann im Einzelnen ein bisschen kürzer. Muss ich ehrlich gesagt noch ein bisschen gucken, wie sich das mit dem Gameplay so insgesamt entwickelt. Aber geht mal insgesamt von etwas kürzeren Folgen aus. Dafür jeden Tag höchstwahrscheinlich sogar inklusive Sonntag. Und heute zum Auftakt spielen wir den Sonntag sowieso prinzipiell schon mal mit. Und zwar auch in einer etwas längeren Folge. Ich weiß noch nicht genau, wie lange ich spiele, wie lange ich das hier heute mache. Oh, ich habe einen Mauscursor. Einfach mal gucken, ne? So, ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung funktioniert und was wir machen müssen. Und, okay, auf dem Bett können wir schlafen, aber das erscheint mir gerade etwas kontraproduktiv. Wir haben kein Inventar, wir haben kein Geld in der Truhe, ist auch nichts. Dann kann ich mit Escape da raus? Ja. Ich versuche so viel wie möglich mit Tastatur zu machen, dann ist dieser störende Mauscursor da nicht ständig im Blick. Okay, mit I öffne ich das Inventar und kann meine Truhe sogar direkt angucken. Wir können uns Sachen ausrüsten. Ich muss... Ja, ich muss mir das Spiel erstmal angucken. Ich muss erstmal gucken, was wir machen können, wohin wir können und sonst was. Was ich weiß, ist, dass das von den gleichen Entwicklern ist, die auch das phänomenale Punch Club gemacht haben. Das Spiel, das habe ich damals gesuchtet. Ich habe es bedauerlicherweise auf dem Kanal nicht als Let's Play gebracht, aber eventuell mache ich bei Gelegenheit dann nochmal ein Let's Show draus oder sowas. Aber ich hab's auf jeden Fall gesuchtet und da warte ich immer noch auf den zweiten Teil. Also warum macht ihr Graveyard Keeper und nicht Punch Club 2? Obwohl, Graveyard Keeper soll auch sehr geil sein. Okay, wir können Buffs haben, wir können Perks haben. Was ist das hier mit den Technologien? Anatomie und Alchemie, Theologie, Bücher schreiben? Cool. Landwirtschaft und Natur, Schmiedekunst, Bauen und Handwerk, Kochkunst.
Und jedes Mal gefühlt 4 Milliarden Sachen zum Freischalten. Ach du verdammte Scheiße. Ich werde Jahre mit diesem Spiel verbringen. NPCs, Friedhofswärter, das bist du. Du musst zurück nach Hause zu deiner Frau kommen und du musst Gary finden. Das ist aber auch ganz cool. Und eine Karo, oh Gott. Ach du, oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ist das die Gesamtkarte des Spiels oder ist das jetzt nur diese Region und dann... Oh, auf jeden Fall, ja. Viel zu erforschen, viel zu tun, viel zu machen, viel zu sammeln und oh mein Gott, werde ich dieses Spiel suchten. Wir wissen nur, wie Beerensaft geht, können das aber nicht herstellen, weil wir weder Äpfel noch Beeren haben. Das ist wahrscheinlich die Kochtruhe dann, ne? Okay, hier können wir auch kochen. Im Ofen, okay, wir haben eine... Ein Kochtisch und ein Ofen. Und, oh Gott, da muss ich mich erst in aller Ruhe reinfuchsen. So, kann ich die Tür hier öffnen? Ja. Die Luke ist gerade geschlossen. Die Luke ist gerade geschlossen. Ja, ist mir doch egal. Okay. Das kann ich gerade nicht tun. Da ist noch eine Kiste. Was ist das hier? Platz für Holzscheite. Platz für Steine. Ein Schleifstein. Okay, oh mein Gott. Nicht jetzt. Na, da ist noch mehr. Das ist, ach du Scheiße. Felder. Und, kann ich das irgendwie mitnehmen hier? Kann ich alles noch nicht machen. Guten Tag. Auf Befehl des Großinquisitors ist dieser Weg bis männlich gesperrt. Bis männlich? Der Hexenjüdel. Ah ja. Und so klären wir so allmählich dann hier die Karte aus. Weil das ist gerade auch wieder so ein bisschen typisch ich, ne? Oh, spielen wir das Tutorial? Nein! Ich laufe jetzt los und erkunde die Gegend. Und dann gehe ich auch noch abseits des Pfades hier. Oh... Vielleicht sollte ich doch tatsächlich später nochmal wiederkommen. Da ist auf jeden Fall ein Dorf, das ist gut zu wissen. Hallo. Mit den Leuten rede ich allen noch bei Gelegenheit. Was ist das hier? Ein Grab mitten auf dem Feld. Aha. Na gut. Also, rechts von uns ist das Dorf. Ich gucke jetzt aber trotzdem so generell schon mal, was sich in den Himmelsrichtungen so befindet, bevor wir Gary ausbuddeln. Zum Beispiel, was ist denn hier unten? Leben oder sowas? Okay, nach links ist ein Fluss mit kaputter Brücke. Die wir reparieren können, wenn wir bestimmte Sachen zusammengebastelt haben. Oder gesammelt haben. Oder was ist denn mit dem Garten hier nicht richtig?
Was haben wir hier oben noch? Und nein, 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 nein. Das machen wir alles bei Gelegenheit. Ja, wenn ich mich jetzt, wo geht's denn hier runter? Da. Wenn ich mich jetzt darin verliere, dass ich hier die gesamte Umgebung absuche, dann können wir nie mit dem eigentlichen Spiel anfangen, weil dann verlaufe ich mich und dann finde ich nicht mehr zurück und dann habe ich sowieso keine Ahnung, was ich machen kann. Außerdem können wir ganz viel eh noch nicht machen, aber hier ist auf jeden Fall... Das scheint der Friedhof zu sein. Ja. Okay. Der ist echt ganz schön heruntergekommen, das muss ich ja mal sagen. Mann, die arme Sau, die Friedhofswärter auf diesem Friedhof ist, die tut mir echt leid. Okay, wir gehen mal Gary ausbuddeln. Das Spiel weist uns ja ganz dezent darauf hin, dass wir das eventuell tun sollten. Seht ihr das flimmern? Oder seht das nur ich? Also ich meine jetzt nicht das in den Bäumen. Na gut, egal. Wir buddeln Gary aus. Heiliger Saat, ich bin ein Schädel! Bist du Gary? Nein, ich bin ein Schädel, hast mir nicht zugehört, du Idiot! Warum sollte ich denn Gary sein, hä? Ein Mann mit einem roten Auge hat mir gesagt, dass ich Gary ausgraben soll. Also habe ich einfach willkürlich an irgendeiner Stelle angefangen zu buddeln und zack, da warst du dann. Ein rotes Auge? Ich erinnere mich. Oh, Saat, das stimmt. Ich bin Gary. Wie hast du mich gefunden? Der Mann hat mir gesagt, dass du alle meine Fragen beantworten würdest. Ja, aber das ist keine Antwort auf meine Frage, du Idiot. Gut, gut, gut. Aber lass mich dich zuerst fragen. Wer bist du und wo zum Saat sind wir hier? Toller Start. Die Antwort auf all meine Fragen, ja? Das muss ein Traum sein. Das ist einfach nicht wahr. Du bist der neue Friedhofswärter! Du arme Sau! Woran erinnere ich mich doch? Weil sie... Okay, ich sollte mit der Stimme aufhören. Ich erinnere mich an dieses Geräusch. Schauen wir mal nach. Ja, das war die Bimmel da unten, ne? Ich trinke nebenbei mal was. Das ist so merkwürdig, so all dem ergibt irgendeinen Sinn. Ach, weißt du, ich warte hier lieber auf dich, sonst bekommt das arme Ding noch Angst. Ich erinnere mich an dieses Läuten und einen Esel. Irgendwas ist nicht in Ordnung mit diesem Tier. Das könnte gefährlich sein. Warum sollte denn ein Esel gefährlich sein? Ich war noch nie in meinem Leben glücklich. Hab eine frische Leiche aus der Stadt. Wow, ein sprechender Esel. Wow, ein sprechender Mensch. Du kannst mich verstehen? Unterhalten wir uns. Okay, und wer zur Hölle bist du? Ich bin eine billige Arbeitskraft. Dieser Wagen gehört nicht mir. Also muss ich für das Kapitalistenschwein arbeiten, dem er gehört. Und ich verdiene nur 5 Karotten am Tag. Diese Situation ist zutiefst beschämend. Du weißt, woher ich komme, nicht wahr, Genosse? Der Bastard tut so, als würde er nicht verstehen, was ich sage. Das war gerade sehr komisch übersetzt.
Jedenfalls muss ich zurück zur Stadt. Werde diese Leiche los und ich bring dir eine neue. Die Leiche loswerden? Okay. Was ist das nur für ein seltsames... Was ist das nur für ein seltsames Spiel? Das ist ausgesprochen vielversprechend... Ey, lass die Leiche hier. Ausgesprochen vielversprechend. Ich freue mich jetzt schon. Hey, wo wartest du noch? Schnapp dir die saftige Leiche, solange sie noch frisch ist. Ja, immer mit der Ruhe. Wozu? Ich glaube, wir sollten seine Leichen alle bringen. Ich weiß aber leider auch nicht mehr warum. Mein Gehirn weggekokst oder keine Ahnung. Was weiß ich. Warum heißt der Schädel eigentlich nicht Murray? Das würde ich so abfeiern. Ha, aber ich bin mir sicher, das macht Spaß. Und es könnte profitabel sein. Oh, ich glaube, mir wird schlecht. Los geht's! Benutze E, um schwere Gegenstände aufzuheben und fallen zu lassen. Danke. Die Leiche ist am Vergammeln hier. Ich nehme sie einfach mal mit. Ja, fangen wir erstmal an. Machen wir erstmal das Tutorial. Sart! Ich mag diesen Ort. Fühl mich ganz wie zu Hause. Leg die Leiche auf den Seziertisch. Und dann, habe ich vergessen. Ach ja, genau. Schneide Fleisch vom Körper. Das fängt ja gut an. Schneide bitte was? Was? Auf gar keinen Fall. Das ist nicht richtig. Genau, das ist nicht richtig. Wie konnte ich das nur vergessen? Idiot, das ist ja... Oh, ich weiß. Vielleicht, weil ich ein fucking plappernder Schädel mit Gedächtnisschwund bin, du Armleuchter. Ist es richtig, dass du nicht weißt, wo du bist? Ist es richtig, dass ich ein Schädel bin? Das sind tatsächlich in der Tat sehr gute Fragen. Irgendwie ist hier gar nichts richtig. Also was soll's? Halt den Saat und mach, was ich dir sage. Schneid das Fleisch, schnapp dir eine Gabel und genieße es, alter Junge. Versprichst du mir, dass du mir sagst, wie ich nach Hause komme? Alter, der hat Gedächtnisschwund. Woher soll der wissen, wie du nach Hause kommst, Junge? Du musst nur in der Dorftaverne das Fleisch gegen ein Bier ein. Was? Was? Plappernde Schädel lügen nie. Und dann mussten wir das Bier bringen. Was? Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Blaupause Vorbereitungsplatz, Blaupause Pritsche und das Entfernen von Fleisch. Ich bin immer so ein bisschen am Kränkeln und Schnupfeln. Ja, ist gut. Und wieder weg mit dem bösen Cursor. So, jetzt erstmal gucken. Wir haben hier einen roten Schädel. Einen weißen Schädel. Ich vermute mal, das hat irgendwas mit der Qualität der Leiche zu tun. Die Leiche ist aber unglücklich. Die hat so einen traurigen Smiley. Guck mal, was wir hier später noch alles entfernen können. Das ist ja... Okay, dann schneiden wir mal das Fleisch raus. Gefertigt am Vorbereitungsplatz. Jo. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Herstellen Burger, herstellen Sandwich und herstellen gebratenes Fleisch. Das fängt ja ausgesprochen vielversprechend an. Ich feiere dieses Spiel jetzt schon. Das ist ja widerlich. Du gewöhnst es schon dran. Also, was soll ich jetzt mit der Leiche machen? Keine Ahnung. Begraben wir sie einfach. Jetzt, wo wir das Fleisch rausgeschnippelt haben, nimmt ja auch nicht mehr so viel Platz weg. Nimm du die Leiche und ich warte auf dem Friedhof auf dich.
Okay. Und mit einem Mal macht das Pöff und das mümmelt. Alter. Ja, der weiße Schädel ist weg. Das ist bestimmt nichts Gutes. Ich muss erstmal Fleisch. Schon geil. Gary, ein plappernder Schädel mit Gedächtnisverlust. Guck mal, hier werden alle NPCs nach und nach aufgelistet. Hol dir ein Bier aus der Taverne mit den Quests, die wir für die haben. Und ein sprechender Esel, Leichenlieferant, wohnt im linken Stall. Oh Gott, das Dorf ist auch... Wir werden Stunden damit zubringen, einfach nur die Gegend zu erforschen. Ganz zu schweigen von dem ganzen Scheiß, den wir in diesem Spiel machen können. Das ist... Ich liebe es. Rote Punkte repräsentieren dein handwerkliches Geschick und deine Fähigkeit, mit verschiedenen Materialien umzugehen. Grüne Punkte repräsentieren dein Wissen über die Natur der Dinge und über die Natur selbst. Und blaue Punkte repräsentieren dein spirituelles Wissen über die Geisterwelt. Und hier haben wir jetzt erste Technologien freigeschaltet. Kann ich eigentlich auch... Nein, kann ich nicht. Mit den Pfeilen drin rumscrollen oder so geht nicht. Ich muss das schon mit der Maus machen. Okay. Kochkunst hat irgendwie keine Voraussetzung. Sind einfach die Rezepte und fertig ist, ne? Am Kochtisch. Ich glaube, wir machen aus dem Fleisch gleich erstmal einen Burger. Energie plus 30. Ruhige Hand. Eine ruhige Hand verringert die Chance auf einen Fehler. Und das Sandwich macht Energie plus 17. Und das gebratene Fleisch müssen wir am Ofen. Da brauchen wir aber erst Brennholz für, ne? Na gut. So, ich wollte mich hier unten nochmal kurz umsehen. Hier können wir dann später noch weitere... Gänge und Räume freischalten und ich freue mich schon so drauf. Hier müssen wir einen Tisch reparieren. Was ist das hier? Einfache Eisenstücke und Balken. Okay, dann müssen wir allgemein, wir müssen erstmal die Augen offen halten, wie wir was wo dann überhaupt irgendwie herkriegen. Und dann können wir hier so... nach und nach das alles wieder aufbauen und ausbauen und erweitern und... ich sollte die Leiche mitnehmen. Das wird so geil. Aber jetzt lassen wir uns erstmal das Spiel fertig erklären. Es nebelt. Der Mauscursor erstmal wieder weg. Tada, 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 tada. Bringen wir sie unter die Erde. Benutze den Planungstisch auf dem Friedhof. Markiere eine Grabstätte und dann grabe sie mit deiner Schaufel. Trage die Leiche oder das, was davon noch übrig ist, vorsichtig ins Grab. Schaufle es zu und dekoriere. Achtung! Keine Ziegenschädel oder komische Sternenformen als Dekoration verwenden. Prinzipiell wäre ja jetzt an dieser Stelle erstmal meine Frage, ja warum denn nicht? Es könnte Probleme geben. Ich meine, wir haben ja schon von der Wache schon gehört, dass es auf jeden Fall einen örtlichen Inquisitor gibt. Der sieht das wahrscheinlich nicht so gerne, wenn wir den Friedhof bei der alten Kirche mit irgendwelchen satanischen Symbolen verzieren. Aber da es ja offenbar auch die Geisterwelt gibt. Ich meine, wir haben ja einen sprechenden Totenschädel, der uns unterstützt. Also offensichtlich ist das Übernatürliche dieser Welt nicht fremd. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass sowas eventuell auch noch ganz andere Konsequenzen haben könnte. Wir haben jetzt eine rostige Schaufel gekriegt. Ich lege die Leiche hier erstmal hin. 84%, na, das geht ja noch. So. Und wir können ein Blumenbeet bauen, wenn wir
die entsprechenden Sachen haben dann hier und dann. Ja, okay, hier müssen wir erstmal. Wie kann ich denn was entfernen? Zurück. Gut, wir planen erstmal eine Grabstätte. Da. Nein, nee, die brauchen Nummer 3. Das ist blöd. Die brauchen Nummer 3? Na dann, da oben. Dann baue ich die da oben hin. So. Gary. Gary bleibt erstmal mein Tutorial, bis ich das hier gemacht habe. Gut, ich würde sagen, als allererstes, wenn wir hier, wenn wir dann Werkzeuge haben und insgesamt so ein bisschen freier agieren können, wenn wir als allererstes mal hier den Friedhof freiräumen von diesen ganzen Bäumen und allem. Ich habe das Gefühl, das bewegt sich so ein bisschen sluggish, oder? Aber die Framerate ist bei 60. Oh, die Leiche vergammelt immer weiter. Ich sollte die Geschichte echt mal zu Ende bringen. Gut gemacht. Diese Bestattungsurkunde. Ich erinnere mich an Geld. Und an Alkohol. Und an Frauen und an Drogen und an... Entschuldigung, ich schweife ab. Alkohol, ja. Ich glaube, den mochte ich früher. Sehr. Oh, Sah, da kommt der Bischof. Das ist dein Boss. Was heißt eigentlich Saat? Na, ich gehe hier mal spazieren. Oh, ich weiß. Frag ihn nach der Bestattungsurkunde. Er sollte wissen, was man damit anstellt. Okay. Ich hau jetzt besser ab. Ich bin dann mal unten in der Leichenhalle und warte auf mein Bier. Okay. Kann ich das auch irgendwie... Kann ich den... Oh, ich bin so müde. Warum? Warum muss ich nur jede Woche hier hinkommen? Hier verfaulen die Leichen mit der Zeit weiter und wir müssen dann... keine Ahnung, da kümmere ich mich später drum. Das ist gerade alles ein bisschen sehr überwältigend. So, und ich wüsste jetzt ganz gerne mal, ob man... Guckt euch das mal an, das ruckelt doch. Das sind doch keine flüssigen Bewegungen, zumindest nicht bei der Figur. Die macht doch immer so... und springt hin und her und... Ein Spiegel. Ernsthaft. Was ist das hier? Königliche Dienste. Die königlichen Dienste sind verfügbar, sobald die Kirche wieder geöffnet ist. Und hier hinten? Dieser Teil ist wegen des uralten Fluchs gesperrt. Bei Fragen bitte den Inquisitor kontaktieren. Alter, es gibt so unglaublich viel zu tun. Aber der Bischof ist nicht der Inquisitor, oder? Wahrscheinlich nicht. Hi. Ah, Friedhofswärter, da bist du ja. Ja. Ich sage es dir nur ungern, aber dein Friedhof ist ein Saustall. Ich werde dich auf keinen Fall zum Geistlichen befördern, wenn du ihn nicht in Ordnung bringst. Tutorial, derzeitiger Ort ist... Ort. Sehr einfallsreich. Wichtige Informationen zum Ort. Qualität des Friedhofes wird in Totenköpfchen gemessen. Ansehen der Kirche in Kreuzchen und so weiter. Repariere Gräber, um die Qualität des Friedhofes zu erhöhen. Dafür brauchst du vermutlich spezielle Ressourcen. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Herstellen Holzmarkierung. Wenn die Qualität deines Friedhofes mindestens 5 Totenköpfe erreicht, hast du dir die Beförderung redlich verdient. Okay, wo sind wir jetzt? Du siehst mir aus wie ein geistiger Führer und ich bin ein guter Menschenkenner. Ich bin in allem gut. Deswegen wurde ich auch erwählt, seinen Willen zu repräsentieren. Dein Vorgänger hat sein Zeug irgendwo hier in einer Truhe aufbewahrt. Die solltest du dir mal anschauen. Okay.
Ich komme nächste Woche wieder. Um genau zu sein, komme ich jeden Sonne. Vielleicht träume ich doch nicht. Habe ich etwas Falsches gegessen? Oh, erwartet. Was soll ich nur sagen? Warum kommen Sie hierhin? Das ist meine Pflicht. Der unangenehme Teil einer alten Tradition. Ich weiß nicht viel über alte Traditionen und Rituale. Ich bin nur hier, um seine Macht und seinen Ruhm zu repräsentieren. ich habe eine kleine Frage. Was ist diese Bestattungsurkunde? Sobald du eine Leiche begraben hast, kannst du die dazugehörige Bestattungsurkunde in der Dorftaverne gegen Geld eintauschen. Ah ja. Ich bin nicht der Friedhofswärter. Ich war auf dem Weg nach Hause. Ich muss zurück nach Hause. Da ist ein sprechender Schädel. Er hat mich gezwungen, eine Leiche zu filetieren. Ein guter Scherz. Ich bin übrigens auch Komiker. Hier, kennst du den? Wer ist Gus? Wer? Na, ich! Gesegnet und schön. Ha, ha. Okay. Wie kann ich den Friedhof in Ordnung bringen? Repariere einfach alle Gräber. Ich bräuchte dafür nicht mal eine Stunde, aber das ist ja schließlich dein Job, nicht wahr? Das haben wir schon gesehen. Na gut. Können Sie mir mehr über die Bestattungsurkunde erzählen? Das ist ein Lohn dafür, dass du unsere Brüder und Schwestern zur letzten Ruhe gebettet hast. Das ist Teil einer uralten Abmachung zwischen der Stadt und dem Dorf. Sobald du eine Leiche begraben hast, kannst du die dazugehörige Bestattungsurkunde in der Dorftaverne gegen Geld eintauschen. Oh Gott, das ist viel zu kompliziert, um ein Traum zu sein. Frage nach der Stadt. Oh, die Stadt ist das Herzstück unseres glorreichen Landes. Der Palast, die Kathedrale, alles befindet sich dort. Du solltest es dir einfach selbst anschauen. Aber nicht in diesen Klamotten. Das wäre ja lustig. Wie komme ich zur Stadt? Sie befindet sich nicht weit vom Dorf entfernt. Halte dich an der Taverne einfach südlich. Und wo ist dieses Dorf? Gehe vom Friedhofstor aus einfach auf der steinernen Straße in östliche Richtung. Danke. Dann, tschüss. Wenn dir die Reparatursets beim Reparieren des Friedhofs ausgehen, kannst du dir jederzeit neue anfertigen. Tutorial Technologien. Um neue Gegenstände herzustellen, musst du zunächst die passende Technologie freischalten. Dies kostet Tech-Punkte. Oder Tech-Punkte klingt vielleicht besser. Drücke Tab, um den Technologiebaum anzuzeigen. Was die Punkte bedeuten, habe ich schon mal vorgelesen. Du erhältst Punkte ganz einfach dadurch, dass du etwas tust. Du kannst außerdem Punkte durch das Studium neuer Gegenstände an einem speziellen Tisch erhalten. Ah, cool. Bin immer noch ein bisschen verschnupft, es tut mir leid. Ich fange jetzt bestimmt gerade wieder an zu näseln, deswegen muss ich ganz kurz mal einen Schluck trinken. Ich habe ja noch eine Marathonaufnahme von diesem Spiel vor mir, weil ich habe die ganze Woche jetzt einfach, um erstmal so ein bisschen ins Spiel reinzukommen, nehme ich gleich für die ganze Woche mit auf. Plus die extra lange Folge heute. Da müsst ihr mir, während ich mich von einer fieberhaften Infektion erhole, ab und zu die Gelegenheit geben, mich ein ganz kleines bisschen zu regenerieren. Und ich weiß, das würdet ihr ohne weiteres tun. Ich bin derjenige, der mich hier peitscht und peinigt und sagt, du musst aufnehmen. Und das ist auch gut so.
Okay, das Konzept von Stein. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Blaupause Steinvorrat sammeln Felsstein. Du kannst ein kleines Stück Stein aus einem kleinen Felsen oder ein großes Stück aus einem großen Felsen hauen. Yay! Das Konzept von Holz. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Blaupause Holzstapel. Sammeln kleine Bäume fällen. Fälle einen kleinen Baum, um ein Holzstück zu bekommen. Sammeln Stöckchen. Du kannst Stöckchen von trockenen Büschen sammeln. Jo, okay. Der Episkop. Aktuelle Qualität minus 29 Totenköpfe. Wollt ihr mich verarschen? Und ich muss auf plus 5 kommen, ja? Da sind wir dann einige Zeit mit beschäftigt. Das ist aber ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm. Dann haben wir wenigstens was zu tun. So, die königlichen Dienste. Haben wir prinzipiell jetzt hier schon mal mit in unsere Kartei aufgenommen, aber so wirklich was machen konnten wir da jetzt noch nicht. Dafür müssen wir ja erstmal die alte Kirche wieder eröffnen und ich vermute, das können wir erst, wenn wir das erste Ziel des Episkops erreicht haben und die Qualität unseres Friedhofs auf 5 positive Totenköpfe erholt haben, denn er hat ja gesagt, vorher wird er uns definitiv nicht zum Geistlichen befördern. Sein Motto, bete, predige und sehe wohlhabend aus. Ja. Geiler Mann, geiler Mann. Rostige Schaufel, Werkzeugeffizienz 70%, derzeitiger Zustand 94%, heißt, dass unsere Werkzeuge sich wohl bedauerlicherweise auch über kurz oder lang abnutzen werden. Gefertigt am Schleifstein, ist auch gut zu wissen. So, gut. Okay, dann gucken wir uns erstmal die Kiste an. Das Tutorial ist noch nicht vorbei. Wow. Holzreparaturwerkzeug. 4 Stück nehmen wir mal mit. Steinreparaturwerkzeug nehmen wir auch mit. Rostige Axt, rostige Spitzhacke und rostiger Hammer, womit wir 4 Werkzeuge haben jetzt. Und dann fangen wir einfach mal an hier. Ja, ich würde sagen, wir reparieren einfach erstmal, was wir können, oder? Flumps. Hier auch. Holzmarkierung reparieren wir. Schubdidubdidubdidu. Da brauchen wir eine Stein-Dings, vermute ich mal, ne? Jo. Ich meine, was wir haben, haben wir schon mal, ne? So, das Grab ist auf 0. Hier ist minus 3. Da müssen wir unbedingt was unternehmen. Ist gar kein Grabzaun, okay. Dann reparieren wir wenigstens das Holzkreuz schon mal. Das ist nur noch auf minus 1. Okay, wir haben schon keine Holzreparaturdinger mehr. Aber hier, guck mal, den können wir doch noch mal... Wir machen noch Fortschritte. Wenn wir hier schon dabei sind, dann reparieren wir das auch gleich noch. Und schon haben wir ein erstes wunderschönes Grab hier. Da brauche ich 2 für. Dann hier. So. Dann haben wir die zwar erstmal aufgebraucht, aber wir sind schon nur noch auf minus 17. Und das finde ich sehr geil. Dann machen wir hier mit der Arbeit gleich mal weiter. Und sammeln ein paar Holzstöckchen. Okay, ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal schon ein bisschen damit beschäftigt, bevor wir uns im Dorf dann umsehen oder sonst irgendwas, dass wir hier den Friedhof, da wo wir können, erstmal so ein bisschen auf Vordermann bringen. Ach, da oben ist ja jetzt eine Tageszeit auch eingeblendet. Cool. Der blaue Balken ist wohl unsere Erschöpfung.
Und das andere sind Tage, die Tage der Woche. 6 Tage, 6 Symbole. Gut, ich werde mich bei Gelegenheit, werde ich mich mal hinsetzen und werde mir Namen für diese Tage überlegen, damit ich die in eventuellen Dialogen innerhalb des Spiels oder mit euch dann auch benutzen kann.